Ja, willkommen zurück zu Star Citizen und heute ist Miss Call Day, jawohl. Und wir wollen auch gleich mal loslegen. Ich habe auch schon das richtige T-Shirt an. Das Misk-T-Shirt, jawohl. Und dann gucken wir uns mal das Video an, was wir wahrscheinlich schon kennen werden. Oder auch nicht. Aha, das sind die Razor-Schiffe. Ja, das Video kennen wir. Oder? Oder kennen wir es doch nicht? Doch, das sind die Razor-Schiffe. Das Video kennen wir schon. So, wir huschen mal eben nach oben. Wie gesagt, ab übermorgen geht es dann richtig los. Dann machen wir mal einen richtigen Ausflug hier. So, da haben wir die Redeemer. Die Starfarer. Schuldig, schuldig, nicht die Redeemer. Oh Mann. Schande auf mein Haupt. So, wir haben die Hull A und die Hull C. Die können wir uns angucken als. Da haben wir die Razor-Varianten und die Prospector. Das kennen wir auch schon. Die Reliant-Zan. Ja, komm, wir gehen einfach mal einmal rum. Wir haben hier die Prospector, unser Mining-Schiff. Für Solo-Mining sehr gut geeignet. Passt zwar nicht viel rein in die Container, aber wenn die Funktion irgendwann mal da ist, könnt ihr diese Container abstoßen und dann wieder weiter minern. Also volle Container, dann neue Container und geht's so weiter. Wie gesagt, das ist die Starfarer. Das ist ein Refueled-Schiff. Da könnt ihr dann halt im Orbit rumschweben und andere Schiffe auftanken. Das wird irgendwann dann auch mal ein Job werden, denke ich mal. Da werden es dann einige geben, die dann da oben nur alleine rumfliegen, so wie wir halt dann auch irgendwann mal diesen Service anbieten werden. Und ja, dann einfach mal. So, da haben wir die Hulz. Hier ist zum Beispiel, was haben wir hier? Einmal gucken, die Hull C für schwere Fracht. Und das wird interessant, weil die werden wahrscheinlich nur im Orbit unterwegs sein. Von einer Space Station zur anderen. Ich glaube nicht, dass die so landen können. Also ihr könnt hier Sachen ausklappen und die ganzen Waren und alles, das wird dann da so angebaut. Die könnt ihr natürlich jetzt auch kaufen, die Hull C. Und das ist dann die Hull A, oder? Ja, das ist das kleinste, aber das gewinnbringendste Hull. Okay, die ist also gleich zu Aurora und zu Mustang, also ein ganz kleines Schiff. Okay, aber dafür kann sie riesige Sachen mitschleppen. Sie ist also sehr klein, aber sie hat die Möglichkeit, viel Cargo zu transportieren. Die könnt ihr natürlich dann auch kaufen. Und ich will mal gerade gucken, gerade hat es nicht geklappt. Ja. Jetzt klappt es auch wieder so richtig nicht. Dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Sei denn, ich guck mal eben, wartet mal eben. Und dass ich euch was sagen kann. Schauen wir mal. Also wir haben die Hull C. Na. Ah, doch, hier wartet. Gucken wir mal. Und zwar haben wir die Endeavour. Die könnt ihr kaufen für 406 US-Dollar.
also Game in-game. Und die Endeavor ist guck gerade mal, was ist denn die Endeavor überhaupt? Tudum. Ein fliegendes Labor. Okay. Also ein mobiles Hospital. Okay. Aber das ist ja nicht die Hull. Die Hull ist ja mehr so Warentransport. Ja, muss man mal gucken, was wir da an Angebote rausbekommen. Werden wir das gleich nochmal auf der Homepage angucken. Aber wie gesagt, ihr habt ja gesehen, wie groß die ist. Also wenn die jetzt die Waren noch mit dabei hat, das wird wahrscheinlich nur so eine, die im Orbit unterwegs ist. Ihr werdet damit nicht auf die Planeten runter können. Unter Garantie nicht. Das glaube ich nicht. Genauso wie am besten die, aber das ist jetzt ein anderes Thema, ne? Das lasse ich jetzt mal, das gehört jetzt hier nicht hin. Weil wir sind heute bei Misk. Hier haben wir die Razor-Varianten, alle drei. Und ihr könnt alle Schiffe ausleihen, auch die da. Ne? Ich zeige euch das nochmal. Ihr geht einfach zum Schiff, haltet F gedrückt und sagt dann Rent hier. Genauso wie die Prospector. Und ihr könnt dann auch minern. Das Einzige, was ihr nicht könnt, ihr könnt keinen anderen Mining-Kopf kaufen und drauf machen. Das geht leider nicht, weil sie nur geliehen ist. Weil sonst gibt es Probleme, wenn ihr vergesst, den Kopf runterzumachen. Was passiert mit dem Kopf, versteht ihr? Ihr habt ja dafür bezahlt. Ihr kriegt den ja nicht umsonst. Ihr müsst ja da Ingame-Geld für ausgeben. Und dementsprechend ist das dann ein bisschen schwierig. Aber ihr könnt minern. Dann sucht ihr euch kleine Bröckchen raus und guckt mal bei mir auf den Videos, wie das geht. Hab ja schon oft genug gemeinert. So, wir gucken mal jetzt hier. Weil das sind jetzt hier nochmal die, ja, diese komischen Dinger. Ist das diese Valiant? Kann das sein? Oder? Reliant. Okay, Reliant. Die sich dann so hochdrehen. Ich mag die nicht. Weiß ich nicht. Ich finde die ein bisschen... Ja, ist nicht mein Geschmack. Sagen wir mal so. Lassen wir das einfach mal so stehen. Der eine oder andere sagt, hey, die sind doch cool, ne? Die haben doch eine coole, wenig Angriffsfläche. Aber ich finde, ein Schiff muss... eine gewisse, ja, dein dynamische, optische Äußerlichkeit haben. Also das mit dem Senkrechten mag ich nicht. Aber soll jeder so halten, wie er es möchte? Ich möchte jetzt hier auch keine Diskussionen anregen oder so, um Gottes Willen. Gar nicht meine Absicht. So, hier habt ihr dann wieder die ganzen Bestandteile, die ihr kaufen könnt. Natürlich, erspart ihr euch hier natürlich die Wege dann von einem Outpost zum anderen. Also sprich, ihr braucht dann nicht nach Arkop. Ihr kriegt da alles auf einmal. Ne? Ihr braucht nicht hin und her reisen. Das ist der Vorteil bei dieser ganzen Geschichte hier. Wenn ihr sagt, ich möchte den und den Quantum Drive haben, die gibt es hier. Da müsst ihr dann halt nur mal ein bisschen gucken. Ja. Wenn wir dann hier, was haben wir hier? Das sind doch die, okay, da. Dauert ein bisschen länger, oder? Ich habe den nicht richtig da. Durango zum Beispiel habt ihr hier. Starwork, hier sind die Quanten, ne? Wahrscheinlich. Nee, die sind das, das sind die Quantum 3. Das ist hier von Vitek. Baladin. Wenn ihr die dann anklickt, dann seht ihr immer hier Quantum Drive, Vitek, Size 3, Great Bay, Military. Ich kaufe die jetzt mal nicht, weil ich möchte jetzt nicht mein ganzes Geld verschludeln. Hier habt ihr zum Beispiel ein TS2. Dann seht ihr dann auch 3A. A ist natürlich beste Klasse. Ne? Aber was das dann im Einzelnen heißt, ist der dann schnell, hält er dann lange durch? Das ist die Frage. Ne? Muss man dann im Einzelnen sehen. Ja, ich würde mal so sagen, das war jetzt hier die Misk-Abteilung für heute.
Morgen kommt dann die Drake-Abteilung. Ach nee, wir sind noch nicht da. Können wir mal hier gucken nochmal eben. Hier war ich ja auch noch nicht drin. Schalt mal eben wieder um. Ach guck mal, hier haben sie so gleich zugemacht. Okay. Hier geht es nur in die eine Richtung, in Halle 4. Und hier werden wahrscheinlich die... Jawohl. Die Freelancers stehen. Nämlich alle. Das ist einmal die normale Freelancer. Die unterscheiden sich halt vom Innern her, ne? Dann habt ihr hier die Dua. Dann habt ihr hier die Max. Da seht ihr schon hier riesen Cargo-Raum. Plus hier auch nochmal Cargo. Also hier ist Max, ist ein reines Cargo-Schiff, ne? Und eine davon, das war wahrscheinlich die Miss. Hier, jetzt müsste, oder? Ja, die Miss ist das. Die ist die Bewaffnung. Die hat hier die maximale Bewaffnung. Gerade hat er angezeigt. Hast du nah dran noch nicht? Da, die Miss, ja. Die hat also maximale Bewaffnung. Wie gesagt, ihr könnt alle Schiffe ausleihen, auch die Cargo. Na? Mein Morgen kommt Drake. Ja, und wer kommt denn da reingestürzt in unsere Aufnahme? Hallöchen, Herr Pullo. Ah. Nein, er ist gerade beschäftigt. Ja, ich bin hier gerade mit meinen Zuschauern auf der Messe schon unterwegs. Und wir gucken uns hier gerade die Freelancers an. Okay. Und ja. Also wie gesagt, die könnt ihr euch dann auch ausleihen. Und bei euch im Account. Und dann könnt ihr halt mit der Max zum Beispiel schöne Transportgeschichten fliegen. Natürlich hat die auch eine Bewaffnung dran, aber nicht so wie die Miss. Ne? Nun den. Dann wollen wir mal wieder zum Eingang und dann werde ich gleich mit dem Herrn Pullo auch hier nochmal eine Runde laufen und ein bisschen durch die Gegend schnuffeln. Und ja, ich nehme euch jetzt nochmal mit bis zum Eingang und dann machen wir noch eine kleine Verabschiedung. Und ich würde sagen, das war es dann auch schon jetzt erstmal. Und wir sehen uns dann morgen, denke ich mal, wieder, wenn dann Drake Interplanetary da ist. Und danach kommen ja dann die Sachen, die wir noch nicht haben, von der Vorab. Die haben sie uns ja verschwiegen. Und, ich darf nicht so rennen, sonst geht mein Kreislauf zu weit nach oben. Beziehungsweise mein Herzschlag. So. Dann würde ich sagen, mit diesem Bild, mit der Starfarer im Hintergrund, verabschiede ich mich von euch und sag mal, da seid ihr ja. Bis morgen. Bye, bye.